beim 12:3 Sieg der St. Louis Cardinals über die Colorado Rockies am Sonntag im Coors Field stellte First-Basemann Matt Carpenter einen Allzeitrekord auf. Gleichzeitig setzten die Cardinals eine erfolgreiche Serie fort. Carpenter spielt derzeit auf herausragendem Niveau und wurde von den mitgereisten Cardinals-Fans ob seiner Vorstellung sogar mit MVP-Sprechchören bedacht. Beim klaren Auswärtserfolg war er 4-5 mit 2 Runs und 2 RBI. Das Besondere daran, Carpenter schlug 4 Double in der Partie, mehr hatte noch nie jemand in der Geschichte der MLB in einem Spiel geschafft. Carpenter schlug allein 2 Double im ersten Inning, in dem die Cardinals insgesamt 6 Runs erzielten. Es folgte ein weiteres im vierten Inning, in dem St. Louis 4 weitere Runs erzielte. Mit diesem Ergebnis haben die Cardinals nun 12 Serien in Folge für sich entschieden. Der vorläufige Lone, sie führen in der NL Wildcard ein halbes Spiel vor den Milwaukee Brewers und liegen in der NL Central auch nur 4 Spiele hinter den Chicago Cubs. St. Louis Cardinals, Matt Carpenter auf Willy Stargeld spuren, ob dieser aktuelle Lauf bis Saisonende halten könne, wurde Carpenter anschließend gefragt, ich wüsste nicht, warum das nicht bis zum Ende des Jahres halten sollte. Ich sehe nicht, warum das nicht ginge, zeigte sich Carpenter selbstbewusst. Carpenter persönlich kommt nun auf 34 Home Runs und 38 Double und ist damit in beiden Kategorien auf Platz 1 in der National League. Sollte er diese Positionen bis Saisonende halten, wäre er der erste Double- und Home Run-Leader der NL in einer Saison seit Willy Stargell, dem das 1973 gelungen war. Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht. Mehr bei Spox, Japaner nach frühem Saison aus erleichtert, als Start zurück an alter Wirkungsstätte, Super Rookie beschädigt Stadion mit Ball.